Servus, willkommen auf meinem Channel Soul Defense. Heute geht es darum, wie man sich am besten zur Wehr setzt, wenn man mit einem spitzen Gegenstand oder einem Messer angegriffen wird. Im Internet pulsieren Videos, wie man sich am besten gegen solche Angriffe zur Wehr setzt. Hierbei wird der Fokus auf gewisse Blocktechniken und Schlagtechniken gerichtet. Meiner Meinung nach ist das alles Bullshit. Sobald Sie eine Person sieht, die eine Gefahr oder eine Bedrohung für euch ist, kriegt ihr Angst. Das, was ihr gelernt habt, könnt ihr plötzlich nicht umsetzen. Euer Gehirn schaltet nur noch mehr auf Angst oder Flucht. Und natürlich kann es auch sein, dass ihr vor Angst versteift. Was da am besten und sinnvollsten zu tun ist, werde ich euch jetzt erklären. Hierbei gibt es nur eine Technik, was für mich die relevanteste und die beste ist. Sobald ihr eine Person sieht, die euch angreift mit so einem Gegenstand oder einer anderen Waffe, die euch verletzen oder töten kann, ergreift sie am besten die Flucht. Ihr nehmt eure Beine in die Hand und lauft so schnell wie ihr könnt. Das ist meiner Meinung nach das Allereffizienteste. Sollte es vorkommen, dass ihr in einen verschlossenen Raum seid und ihr keinen Ausweg habt und weder noch weglaufen könnt, noch euch verstecken könnt, dann würde ich euch empfehlen, zieht euren Gürtel aus, packt ihn etwas weiter hinten und fängt an mit dem Gürtel euch zu verteidigen. Das ist eine Situation, wo man vielleicht Glück hat und sich eventuell von dem Angriff schützen kann. Also, kommt eine Person zu euch, läuft sie am besten weg, ergreift die Flucht, versucht die Situation mit Reden zu beruhigen, holt euren Gürtel raus, wenn ihr keinen Ausweg habt, und verteidigt euch mit denen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like. Wenn ihr weiter solche Videos nicht verpassen wollt, aktiviert die Glocke und abonniert meinen Kanal. Bis dahin, alles Gute, euer Robert.